So. Ich habe jetzt bloß da oben langen Weg gefunden, der dahinter hinführt. Das ist quasi genau der gleiche Weg wie den, den ich dann gegangen wäre, wenn ich nicht oben lang wäre, sondern unten lang. Ah, das ist natürlich clever jetzt. Das ist natürlich richtig clever jetzt. Wobei ich ja eigentlich da rein wollte und nicht wusste, ob das geht. Warte mal, wo bin ich denn sonst lang? Ich bin doch da hinten woanders lang. So. So, hier ist diese. Genau, da wollte ich eigentlich weiter gucken. Also, ich muss hier jetzt erstmal Platz machen, damit wir das richtig sehen alles. So. Hier muss man mal ordentlichen Durchgang machen. Dann ist das da hinten doch nicht der gleiche Weg, sondern es scheint nur so, als ob es zum gleichen geht, aber es geht wo ganz anders hin. Da gibt es dann wahrscheinlich schon eine Querverbindung, aber es ist nicht der gleiche Weg. Also, wir schauen uns das jetzt nochmal an. Genau, ich wollte hier hoch. Zack, zack, zack. Und die Spekulation bei mir ist jetzt hier, dass ich quasi sage, wenn ich da lang gehe, dann laufe ich. Ich bin hier lang. Okay, ich bin hier lang und dann bin ich natürlich woanders. Zum Beispiel in einer Sackgasse. Oder hier. Oh, hier geht es ja auch noch weiter. Edelmetalltechnisch. Und da waren die vielen Schätze, über die ich mich so gefreut habe. Und das ging dann quasi in einer Tour fort. Genau. Wie zum Beispiel da oben schon wieder und da. So, das muss jetzt aber auch nicht unbedingt weitergehen. Also es wäre schon schön, wenn es weiter ginge. Aber wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück und werden uns dann. Da ist zu, okay. Dann meint er vielleicht, nee, mache ich nicht. Und werden uns einfach mal. Jetzt bin ich schon wieder dahin, wo ich gar nicht hin wollte. Ich wollte nämlich hier hoch. So. Hier rüber, darüber. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier eigentlich nirgends hin. Ich will eigentlich nur wieder raus. Boah. Jetzt habe ich gedacht, ich kenne mich aus und jetzt verlaufe ich mich total. Das ist so der Hammer. Wollte ich da hin? Hier ist wieder eine Sackgasse. Dann geht's da vielleicht hoch. Genau, da wollte ich hin. Hier wird es wieder runtergehen. Da wären wir wieder beim Ausgang. Und hier ist quasi der oben lange Weg zu der Alternative, die sonst unten lang ginge. Genau. Und hier hinten ist dann der Weg, wo ich sage, okay, da können wir uns runtergraben, um zu schauen, wo es denn da hingeht. Und das machen wir jetzt einfach mal. Dafür setze ich mir jetzt selber ein paar ein paar
Blöcke. So. Also, ich will quasi dann Block. Dann Block. Dann Block. Dann da. Da. Da, da. Zack, zack. Genau. So habe ich jetzt wieder einen Blockweg hier. Das heißt, ich kann mir jetzt auch hier wieder Treppen hinsetzen, damit wir hier einfach wieder schnell hoch und runter können. Vor allem schnell wieder hoch. Zack. Hier und hier. So, dann machen wir doch da auch noch mal so ein Ding hin. Fluff, 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 fluff. Okay. Wir tauschen wieder. Ja, wobei eigentlich. Wir setzen wieder Fackeln. Hinten haben wir wieder Gold und dann ist eigentlich auch schon wieder Schluss mit lustig. Schön, das können wir ja jetzt einfach mitnehmen. Da müssen wir ja jetzt nicht viel machen. Wie gesagt, wir nehmen das, die Ressourcen mit, die wir jetzt direkt sehen. Den Rest lassen wir. Und Schotter brauchen wir eigentlich gerade auch nicht wirklich. Da haben wir richtig viel. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass wenn wir diesen Schotter anstechen, diese Schotterfelder da, dann kommt da ja alles runter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch so richtig neue Höhlen entdeckt werden können. So. Och, komm. Gut, da muss ich hier eine Fackel platzieren. Ihr wisst ja, wie es ist. Einmal Fackel platziert. Boah, ich hab Hunger. Also jetzt hier in echt, nicht nur im Spiel. Zack, 2, 3, 4, 5. Naja, eigentlich habe ich keinen Hunger. Ich habe eigentlich vorher gut gegessen. Insofern, ja, habe ich mir noch eine kleine leckere Kleinigkeit gekocht. Lachs mit Kartoffeln. Also nicht Kartoffeln, sondern Bratkartoffeln sogar. Passt nicht unbedingt zu Fisch, aber. Mir war eben nach Bratkartoffeln machen. Eigentlich nur deswegen, weil ich keine Lust hatte, Kartoffeln zu kochen. Also habe ich gedacht, okay, braten wir sie. Und ja, hat super funktioniert. So, da ist die Geschichte. Da ist rum, da ist rum. Okay, können wir hier wieder raus. Zack, zack, zack. Da haben wir noch eine Kohle. Da oben haben wir noch Erz. Dahinter ist kein Erz mehr. Da ist keins. Da haben wir noch Kohle und. Na. Da will ich nicht hinkommen. Nicht mit mir, mein Freund. So, da ist fertig. Da geht es schon wieder weiter mit der Kohle. Das ist unglaublich. Also Kohle werden wir jetzt echt ordentlich haben. Apropos Kohle, wir können dann ja mal wieder sagen, wir knallen da ein bisschen Kohle rein und wir knallen da ein bisschen Eisen rein. Einfach damit wir wieder ein bisschen mehr ähnliche Gegenstände stapeln. Und ich wüsste auch nicht, wofür wir Eisenerz roh behalten sollten. Okay, ich knall hier trotzdem mal eine Fackel hin. Dann nehmen wir die Kohle hier noch mit.
das Eisen da. Und da noch Kohle. Da noch Kohle. Da noch Kohle. Hier unten ist auch noch Kohle, das habe ich schon gesehen. So, dann sind wir hier durch. Da ist natürlich wieder Kohle. Das ist logisch gewesen. So. Haben wir hier noch. Und na, da komme ich wieder nicht hin. So. Da ist dort, da ist da. Sieht eigentlich gut aus. Ich schmeiß da oben mal trotzdem eine Fackel an die Wand. Aber ich glaube, da komme ich vielleicht besser von oben, oder? Da würde ich mich quasi hier reingraben und dann darüber. Beziehungsweise da. Ja, vielleicht sagen wir auch einfach, was soll das? Wir können ja auch einfach von hier unten nach oben graben. Das wäre eigentlich fast sinnvoller. Das war so. 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 Und dann müsste das ja hier jetzt irgendwo sein. Irgendwo ist gut. Okay. Da drüben gibt es schon wieder Gold, wie ich das sehe. Auch schon wieder Erz und hier oben gibt es auch schon wieder Erz. Ich wollte doch gar nicht mehr tiefer graben. Ich wollte nur das mitnehmen, was man direkt sieht. So, ja, da ist auch nochmal. Gut, hier haben wir noch Gold. Okay. Fluff. 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 Die Decke wird weggemacht. Und dann ist da natürlich wieder Erz, ist ja klar. Dann wird die Decke hier auch weggemacht. So. Nehmen wir hier das Gold mit. Die Kohle. Und die Kohle. So. Und dann ist jetzt endlich hier Ruhe im Karton. Bam. So. Upsale. So, und dann haben wir hier das Eisen und die Kohle, die wir jetzt hier zusammenstöpseln. Und dann haben wir hier, wobei ich jetzt eigentlich noch ein paar Ratten braten könnte, wenn wir schon da sind. Hier müsste ich ja jetzt fertig sein. Da unten auch. Die Ratten vermutlich auch gleich. Na komm. Ah, der Pfeil, okay. Ich sehe es gerade. Verstanden. Und die Kohle kommt hier hin. Sind wir glücklich. Nehmen den Ofen wieder mit. Und haben hier auch aufgeräumt. Und ich denke, dann können wir auch die Höhle jetzt hier mal verlassen. Meiner Meinung. Genau, hier waren wir schon. Hier haben wir eigentlich alles. Können die Höhle gemütlich verlassen und dann wieder nach unten gehen und dann regulär da hinten weitergehen. Ach nee, da waren wir ja schon, ne? Das heißt, wir haben diesen Teilarm der Höhle jetzt definitiv abgefrühstückt. Genau wie den Arm. Den da hinten vermutlich auch. So, zack. 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 Ja, hier ist Ruhe. Hier oben platziere ich einfach mal eine Fackel. Der Vollständigkeit halber.
Da ist nichts mehr. Da ist zu. Da ist Ruhe. Dann geht es hier auf jeden Fall weiter und dann geht es hier wieder raus. So. Das ist einfach nur eine Vertiefung gewesen, wo wir quasi ein bisschen gemeint haben. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon wieder fertig. So, vielleicht mache ich hier ein kleines Schild hin. Da haben wir drei Fackeln hin, das bringt aber eigentlich gar nichts.